Bartvágó. Gut, dann einmal kann ich. Ah, hier ist der Hafen. Építkezek. Gut. Igen. Fát vágok. Holz dort. Mhm. Oh, da sollte ich, denke ich, mich mal drum kümmern, um das, was ich da unten so sehe. Das ist doch ganz gut, wenn da ein bisschen die Economy von meinem Gegner leiden muss. Jo, Nahrung, So, du baust dann da jetzt einmal Stein ab und mit dir gehe ich auch nochmal hier dann auf Gold. Okay, das sieht da so weit zumindest. Seid gegrüßt, Freund. Ihr könnt ja einige der besten Krieger Europas anheuern. Toskanische Condottieri oder Balestrieri aus Genua. Igen. Klingt doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Ich mache erstmal den Wachturm da weg. Ja, ah, der generiert da jetzt ein bisschen über Zeit. Das ist doch schön. Da kommen die, die Kriegsgaleeren. Mhm. Ich glaube, dann baue ich mir mal ein paar Feuerschiffe hin. Igen. Da war da. Rohr. So, wie sieht's? Okay, nicht genug. Jetzt hast du wieder genug Holz. Ja, vielleicht sollte ich jetzt mal kurz warten, bis ich. Ne? Komm. Die 100 Holz, die doch. Sehr schön. Igen. So. Komm, den kriegst du noch weg. Danke. Das hat doch schon mal einen Turm weggemacht. Das ist nicht so mies. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier ein bisschen was von
Also. Das hat doch. Damit habe ich dort schon mal. Zumindest schon mal ein paar gut zerstört bekommen. Sehr schön. Ah. Ich denke, mit euch baue ich hier nochmal. Ihr. So, Gold ein wenig. Stein. Und du. Machst mir das. Vlad Draculias Männer. Wir sind bloß einfache Handwerker. Doch wenn ihr uns Schutz und Nahrung gebt, bauen wir Kanonen für euch. Mhm. Gut, ich denke, ich sollte dann mal gleich schauen, dass ich. Dass ich schon mal zumindest ein. So. Feuerturm ist natürlich sehr, sehr unangenehm für mich. Aber na gut. So, ich baue dann hier schon mal eine Festung auf. Und die nächste Festung werde ich dann wahrscheinlich hier nach vorne verschieben. Oh. Obwohl. Ist ja gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte, weil ist ja Verbündeter. So. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Könnt ihr mal bitte den da. Nicht gut, ach scheiße, ey. Mein Handlanger Layota soll euch lebendig ergreifen, Kasiglo Bay. Euch erwartet in Istanbul ein Eichenpfahl. Ja, das war jetzt nicht so optimal. Mhm, 650. Ich habe halt nicht so viele, die an Stein arbeiten. Aber das ist ja auch in Ordnung. So, dann Feuerding wieder. Ich sorge schon auch ein bisschen dafür, dass der hier oben. Dass der das da vernünftig machen kann alles. Oh, sehr schön. Gut, dann ziehen wir doch mal die nächste Festung hoch. Und zwar hier jetzt. So, Imperialzeit, sehr schön. So, dann kosten die kein Gold, brechende Bogenschützen, mhm. Junapol.
So, einmal bitte da mithelfen beim... Richten Sie 1000 Nahrung als Tribut an die Walachei? Gut, das kann ich machen. So, ich schicke ich mal dort ein bisschen hin. Okay, sehr schön. Komm. Der ist jetzt gleich fertig. Okay, was auch immer die da oben machen. Keine Ahnung, ist mir aber auch im Grunde egal. Okay, vielleicht sind sie da auch einfach nur stuck. So, einmal Kavallerie baue ich dahin. Dann den. So. Gut, einmal den weg. Ich baue mit dir dann mal den dort dahin. Einfach weil ich es kann. So, mit dir baue ich Kaserne. So. Mach ich das schon mal? Igen. So. Epit gesagt. Da baue ich dann da oben schon mal weiter. Ah, endlich kann ich Marktkern bauen. Sehr schön. Ich baue mir jetzt einfach mal einen Trebok und dann schauen wir mal, was dabei was da jetzt bei rumkommt. So, dich baue ich da einmal und du baust mir hier. Einmal handeln. Okay, du bist da ja fertig. Dann baue ich mit dir hier noch ein Waffending. Okay.
Glückwunsch. So. Igam? Okay, damit fertig. Kann ich mir bitte... Ja, ist jetzt natürlich sehr bescheiden. Ich hätte da mehr drauf achten sollen, denke ich. Finde ich auch einen sehr faszinierenden Kampf, den die sich da leisten, aber hey. Ist auch in Ordnung. Jetzt brauche ich hier schnell ein bisschen, damit ich hier die und die das hier vor allem überleben. Nicht gut. Na komm, 500, Igam? So, mit euch ziehe ich dann mal hier hin kurz. Ich denke, ich setze jetzt hier mal einen Cut schon mal sicherheitshalber. Gut, weiter geht's natürlich. Und ich muss gleich 1000 an die Walachei mal senden, damit ich... Okay, das sieht aber eigentlich so aus, als ob ich das hier gut alles kontrollieren können sollte. So, Diplomatie da. Walachei verbündet Tribut. Ups, zu viel. Egal. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich 1000 habe, aber offenbar nicht. Achso, wegen Kosten. Ich verstehe. Ich muss natürlich die Transaktionsgebühren quasi bezahlen.
Okay. Vielleicht brauchst du auch nicht darauf, sondern lieber auf den dort schießen. Es ist immer noch schön, dass ich den da unten hier wenigstens so beschäftigt halte, den einen da. Okay, Diplomatie, dann... Eure Großzügigkeit kennt keine Grenzen, Draculia. Wir werden unsere Arbeit sofort beginnen. So. Vielleicht sollte ich auch mal schauen, dass ich mal bald eine Universität baue. Irgendwie komme ich dazu ja nicht. Und dabei hätte die so ein paar Vorteile. So. Igen. So. Dann bauen wir mal die Uni. Erstmal du weg. Das Fischerboot kann mir halt keinen Schaden machen, daher. So. Einmal weg mit dem Kanonenturm, würde ich da dann mal kurz sagen. So, den schicke ich mal hier hin zum Schutzfeuer von den Trebecken. Aber ich denke, dann sollte das hier auch relativ fix dann eigentlich erledigt werden können, wenn ich mir das hier alles so anschaue. Eine Belagerungskanone steht bereit. Der Feind wird bei ihrem Anblick erzittern. Oh, klingt doch eigentlich ganz gut. Ich schick dich mal. Dass die hier auch wieder rauskommen können. Boah, dann würde ich sagen, fehlt nicht mehr viel. Das hier dürfte dann auch relativ fix dann zu beenden sein. Würde ich mal so einschätzen. Ballistik, Chemie, mhm. Nicht gut. Ach, scheiße, ey.
Ihr schießt schon mal auf den da. Wenn ich hier schaue, dass... Kommt, macht den da. Nicht gut. Ah, jetzt kann ich den da wegmachen. Sehr schön. Habe ich? Nein, kann ich mir gerade nicht leisten. Hm. Okay, du wirst da oben fertig. Noch irgendwas? Hm. Ich glaube, nichts Wichtiges gerade. Ich kann natürlich hier noch einen weiteren Hafen bauen, aber so wirklich wichtig ist das jetzt nicht. Kanone steht bereit. Der Feind wird bei ihrem Anblick erzittern. Borunch. Gut. Da, wo da. Scheiße. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich für mich. Kann ich nicht. So, Wehrpflicht, damit die wenigstens schneller ausgebildet werden können. Hm. Nicht gut. Shit. Das ist natürlich jetzt ungünstig, aber hey. Schön den Mönch weg. Danke. Wo sind... Okay, Feuerschiff. So. So, dann baue ich hier nochmal den letzten Schwung für den Angriff auf und ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal hier um die Vernichtung von dem Ganzen dort. So, Tribok greift hier an. Habe ich eigentlich die Schmiede? Schmiede, wo ist meine? Hier oben ist hier oben noch eine Schmiede. Die Kanone steht bereit. Der Feind wird bei ihrem Anblick erzittern. Mhm. Hm. Warte mal, kann ich nicht noch...
Jo, Belagerungsingenieure. Sehr schön. Damit machen dann meine Belagerungseinheiten noch mehr Schaden an Gebäuden. Womit ich ziemlich gut dann hier das Ganze, denke ich, beenden sollte dann gleich. So, ich denke, das sollte relativ schnell jetzt das gewesen sein. Okay, der Markthahn steht da auch etwas irgendwie wie bestellt und nicht abgeholt. Aber hey, so ist es nun mal. Das sollte das jetzt eigentlich beendet haben. Ja. Am Ende siegte Draculia und trieb die Invasoren vor sich her. Er sammelte seine Männer und preschte mit entsetzlichem Zorn in die feindlichen Reihen, sodass seine Armee neue Kraft schöpfte. Der entscheidende Sieg war zum Greifen nah. Aber just in dem Moment verließ Draculia das Glück. Eine Pfeilsalve sauste durch die Luft und traf Draculia in die Brust, sodass er vom Pferd stürzte. Die Türken besiegten unser führerloses Heer mit Leichtigkeit und unsere Chance, sie zu vertreiben, war dahin. Die Besatzung ging weiter und die Überlebenden versanken in Verzweiflung. Die Erinnerung an einen großen Mann lebt ewig fort. Als Zeichen des Dankes lud ich unseren Gastgeber ein, uns auf eine Wallfahrt zum Kloster von Snagov zu begleiten, um dort Draculia an seinem Grab die letzte Ehre zu erweisen. Tränen rannen über sein Gesicht und er vermochte nur zu nicken. Oh. Das war dann offenbar interessant. Also offenbar ist Vlad Draculea die Kampagne nur 5 Missionen lang. Also die anderen waren ja immer alle 6 Missionen lang. Boah, dann haben wir Vlad Draculea jetzt abgeschlossen. Dann schaue ich mal. Pachacuti wäre dann die nächste Möglichkeit. Prithviraj. Ich habe keine Ahnung, wie ich das richtig ausgesprochen habe. Ist eine Möglichkeit. Also hier Alarich ist zu. Also ich möchte erstmal die 2 Schwerter machen, bevor ich dann die 3 Schwerter mache. Gut, also haben wir die Auswahl zwischen den beiden Missionen quasi fürs nächste, den beiden Kampagnen für nächste ob
Ja, verdammt. Fürs nächste Mal Age of Empires. Aber ich weiß nicht, ob wann nächstes Mal Age of Empires kommt. Weil dadurch, dass wir jetzt mit der Kampagne wieder durch sind, möchte ich ja eigentlich ein anderes, halt durch wegen Abwechslung irgendwie ein anderes Projekt mal zwischenschieben. Da muss ich aber noch schauen, was das sein wird. Also da weiß ich noch nichts genau. Es kann also sein, dass wir durchaus direkt mit der nächsten Age of Empires Kampagne fortfahren werden. Das wird man dann halt alles sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.